De cette façon, c'est bien évident qu'on n'a rien trouvé jusqu'à maintenant. Les résultats de la tomographie nous inquiètent. Dans la région lombaire, près de la colonne vertébrale, on a découvert... Qu'est-ce que vous avez trouvé? Une tumeur, peut-être pas cancéreuse, mais il faudrait opérer sans tarder. Krebs. Also doch. Aber dir sage ich nicht verstanden, Doktor. Louis Dutrien, s'il vous plaît. Dir sage ich nicht verstanden. Johanna, ist gut geschlafen. Madame Blanc. Herr Doktor Petit. Ich habe Ihrem Mann nur noch einmal gesagt, dass wir sehr beruhigt sind. Ich möchte zwar operieren, aber das ist sozusagen Routine. Ja, ich gehöre eine Routine. Ja, wieso muss man überhaupt operieren? Zur Sicherheit, um ganz sicher zu gehen. Aha. Dann geben wir also noch ein paar Jährli. Johanna, red nicht so nach Kappis. Also, ich gehe jetzt. Den Termin habe ich bereits reserviert. Sie können morgen eintreten. Ja, Herr Doktor. Merci für alles. Merci beaucoup, Doktor. Auf Wiedersehen. Oh, nicht so vor. Wir wollten doch den Song noch üben. Komm, steh jetzt auf. Ich habe nicht so viel Zeit zu mir. Sag mal, Thomas, was soll das ganze Puff in meinem Zimmer? Sali, Julia. Sali. Sag, Thomas. Es gehört einem Freund. Ich denke, solange du im Klassenlager bist, kann er bei dir peinen. Ja, und ich? Hättest du mich wirklich zuerst können fragen? Beruhig dich, Schwester. Heute schlaft er wieder bei mir. Und ich? Wo schlafe ich? Ich habe gedacht, also vorläufig wieder bei dir, solange er... Das hast du doch jetzt so eingerichtet. Ich merke es doch schon lange. Weichst du mir immer aus in letzter Zeit, immer. Räum das Zeug aus meinem Zimmer, Thomas. Nachher. Lotta, lass dich zu. Das stimmt doch nicht, das mit dem Ausweichen. Mal. Alles ist wichtiger als ich, alles andere. Der Lucky ist, ich muss dem wirklich helfen. Ja, ja. Jetzt einfach schon die 197. Ausrede. Weißt du, dass ich gegangen? Lotta, morgen. Versprich dir, morgen üben wir den ganzen Tag. Mir ist es auch wichtig, das weisst du genau. Danach gehen wir zusammen zu Nacht essen. Also Thomas, morgen. Wir üben aber wirklich. Ja, Thomas Lüthi. Du, wie geht's? Was morgen? Ist das so dringend? Thomas, wenn es nicht wirklich wichtig wäre, würde ich dich sicher nicht so fest bitten, morgen vorbeizukommen. Das geht sicher gut. Wenn man irgendetwas machen könnte. Soll ich den Termin absagen? Nein, du kannst ihr jetzt auch nicht helfen. Eine Tochter, die in so einem Moment nicht bei der Mutter ist. Und der Baby lässt mich auch nicht an sich her. Es stöhnt höchstens über die Misere im Geschäft. Weil er nicht über Gefühle reden kann. Ja, Mann. Was du alles weißt, mein Schatz. Ade miteinander. Lotta, ist etwas. Ach. Lotta! Oh mein Gott, verdammt sie. Was ist los? Sie ist sauer, weil er versprochen hat, morgen mit ihr zu üben. Jetzt muss ich zu der Großmutter ins Spital. Wo musst du her? Zu Johanna. Sie hat angerufen. Sie will gerne mit mir reden. Mit dir? Ist das dein Ernst? Ja. Aber warum... Warum hat sie denn nicht mich... Sie wollte mir zeigen, dass sie nichts von mir erwartet. So ist sie schon immer so grauenhaft bescheiden, dass man von Schuldgefühl fast umkommt. Sie will dich nur schonen. Ich will aber nicht geschont werden. Ich will etwas für sie tun. Ich will, dass sie mich endlich einmal braucht und das auch sagt. Aber wenn es darauf ankommt, hat sie mich schon immer abgelehnt. Immer schon als Kind. Komm oben ab, Mama. Nein, komm ich nicht. Vielleicht hat sie ja recht. Schau mich doch an, was habe ich schon geleistet. Hat sie mich jetzt tot für das blöde Marketing? Komm mit gar nichts durch beim Papa, vergessen alles und habe überhaupt keine Zeit für meine Kinder. Die Lehrer habe ich auch vergessen, Julia. Macht nichts. Du, es ist ja mal ein zu viel. Ja, und dann noch der. Er bleibt nicht mehr lang. Und er kann jetzt wirklich nichts für das ganze Chaos. Martin kommt viel weniger heiz, um die Nacht, seit er da ist. Ist euch das nicht aufgefallen? Wegen dem Lucky? Meinst du es im Ernst? Keine Ahnung, wo er jetzt wieder steckt. Sie können gehen, Frau Honig, ich brauche sie nicht mehr. Bis morgen. Adieu zusammen. Was ist denn so dringend, dass du um die Zeit mit mir reden musst? Ich brauche noch ein bisschen Zeit mit diesen Aktien. Aber ich hätte einen Vorschlag. So, hättest du mal. Meine Frau hat herausgefunden, dass wir uns sehr gut kennen. Also ich kann die Aktien unmöglich jetzt einfach so
Zuerst müssen wir verhindern, dass sie die Aktie ihrem Vater überschreibt. Aber wenn ich den in Saint-Croix im richtigen Sessel hocke, dann kann ich das problemlos machen. Ein Plan ist Sessel. Das ist für mich leider zu spät. Schade. In dem Fall. Herr Martin, sei nicht so blöd. Überleg doch, was auf dem Spiel steht. Ich brauche die Aktien als Sicherheit. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Du willst doch die Schokofabrik übernehmen. Davon sind wir weiter weg denn je. Ja, das glaube ich, aber das liegt an dir. Du glaubst nicht an deine Opportunitäten. Dabei stehst du kurz vor dem Ziel. Erzähl doch deiner Frau irgendetwas und schon haben wir's. Was? Ich habe doch. Ich habe sie noch nie angeschaut. Morgen wird ihre Mutter operiert. Hallo, Julia? Ja, ich habe mir dich anders vorgestellt. Wie? Ja, viel. Ich mir dich auch. Nicht so hübsch. Ja, ich kann schon wieder absitzen. Vielen Dank fürs Zimmer und für alles. Es ist so schön bei euch. Ich hätte nicht mehr gewusst, woher. Ja, aber du siehst gar nicht so aus, als ob es dir so dreckig gäbe. Schlecht genug. Dreckig genug. Oh, ja, ich verstehe. Glaube ich nicht. Aber lieb bist du trotzdem. Ah, Sani Maya. Hey, komm rein. Hallo Julia. Du, ich wollte eigentlich. Ist der Thomas nicht da? Nein, der ist bei Johanna im Jura. Sie wird heute operiert. Das ist aber schon ein Schatz. He? Kümmert sich um alle. Ja, nun, log. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche einen Babysitter. Und Thomas hat mir so von einem Typ erzählt, wo. Sind Sie das? Babysitter? Lucky. Grüezi. Sie sind der Freund von Thomas, wo. Ein Job und eine Unterkunftswächter. Das sonst noch einiges. Einiges? Geld, menschliche Wärme, der Sinn vom Leben. Genau. Ich suche nur einen Babysitter für meinen Sohn und zahle kann ich nicht. Aber sie könnten bei uns wohnen für ein Zeitchen. Ich mache es auch von den Wickelkurs. Das musst du nicht. Der Pascal ist schon groß. Und weil man nie weiss, also ich meine, es könnte ja sein, dass ich nicht mehr erwache. Das weiss eigentlich Grossmama sicher nicht. Es könnte sein, sage ich ja nur. In diesem Fall möchte ich, dass du dem Grossvater beistehst. Dass er das Gefühl hat, dass etwas weitergeht und dass sein Leben noch einen Sinn hat. Das kann ich doch nicht. Du weißt doch, wie viel Hoffnung er auf dich setzt und dass er dich früher in den Betrieb holen will. Johanna. Wenn jetzt die schwierige Zeit auf ihn zukommt, dann kann es ihm helfen, wenn er ein bisschen mit dir über die Zukunft plaudern kann. Das hilft ihm, vorwärts zu denken. Verstehst du? Ja, klar verstehe ich das, aber versteht ihr doch auch mal mich. Wie? Die? Ja. Ich könnte nie in so einem Betrieb arbeiten. Das würde mich überhaupt nicht interessieren. Und auf Saint-Croix leben, das würde mich mega anschiessen. Mega anschiessen? Jean-Jacques. Ja, Grossvater, es tut mir leid. Aber ich kann nicht immer so tun, als ob. Das ganze Zeug, das passt einfach nicht zu mir. Ich will nicht wie meine Eltern werden. Ich will mit dieser ganzen Geschäftswelt nichts zu tun haben. Du studierst doch? Ökonomie? Ja, was auch. Ich bin eingeschrieben an der Uni. Das ist alles. Oh, sorry. Es tut mir so leid. Ich kann das auch nicht jetzt besprechen. Du bist so gut vorbereitet für dich. Der Owner hat dir ein Zeitchen unter seine Verdienung. Das ist jetzt Wurst. Bist du ganz sicher, Thomas? Ich weiss, dass du dich für Musik interessierst. Aber was willst du einmal machen, im Ernst, später? Irgendetwas mit Musik. Etwas Sinnliches. Etwas Sinnliches? Ja, vielleicht. So ein Schlappschwanz. So ein Versager. Hau ab, Thomas. Ich will dich im Moment nicht sehen. Bitte gang. Viel, viel Glück, Johanna. Alles Gute. Also so. Ciao, Thomas. Und merci fürs Kommen. Einen Weg. Jean-Jacques, es ist doch besser, wenn er die Wahrheit sagt.
Na, natürlich. Nimm es nicht so zu Herzen. Gar nicht, nimm es nicht zu Herzen. Gar nicht. Es ist nur nachher gut geht bei dir. Aushanger ist mir wurscht. Oh, geht das lang? Warum geht es echt so lang? Hättest du gedacht, dass der Thomas noch wartet? Nein, der ist schon gegangen. Wahrscheinlich besser so. Ist schon etwas gewesen? Nein. Herrgott, jetzt seit der Stunde. Wir sind ohne gelebt. Der bei dir war so unsicher. Papa. Alles mache ich, wie sie lebt. Alles über. Sogar mit der auf Griechenland. Alles. Soll ich etwas trinken holen? Oh, Kaffee gern. Für Papa, oder? So wie der Petit auch jetzt nicht gleich kommt. Ja, hallo? Leute? Ja, Moment. Für dich? Was? Für mich? Jetzt auf deinem Nattel? Ja, sie hat ja offenbar im Geschäft nicht recht. Scheint dringend zu sein. Eine Versicherung. Voll. Aha, so. Ja. So wenig? Ja, mit 2 Millionen gerechnet. Ja, verstehe. Ja, sowieso wurscht, ja. Habe ich sowieso für eine andere Lösung entschieden. Was ist? Was für eine andere Lösung? Für Joanna habe ich mich entschieden. Ich will ganz bei dir sein und vielleicht ist er doch der Richtige. Wer? Und?